Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin momentan sehr, sehr nachdenklich. Ich denke über sehr viel Schlechtes, aber auch über sehr viel Schönes nach. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie ein Reaction-Video gedreht habe. Und da ich momentan so ein bisschen, da meine Emotionen einfach total verrückt spielen momentan, dachte ich mir doch, okay, ich reagiere heute auf das traurigste Video der Welt. Eigentlich keine gute Idee, wenn man so, verrückte Emotionen hat, die manchmal so ein bisschen ins Traurige hineingehen und manchmal ins Glückliche. Eigentlich ist dann gar keine gute Idee, sich dann was Trauriges anzugucken, aber egal. Ich werde es heute tun und ich kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall ein sehr sensibler Mensch und mich verletzt etwas ganz, ganz schnell, aber manchmal zeige ich das einfach nicht so oder lasse es an mich heran. Meine Frage an euch, wer ist genauso sensibel? Ich bin wirklich ein sehr sensibler Mensch, also ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Das ist einfach ich und ich wollte es nie wahrhaben, aber mittlerweile habe ich das so akzeptiert, weil das bin ich und ja. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Das ist wirklich das schönste Video, was ich bisher gesehen habe, weil ich kann mich in dieses Video sehr hineinversetzen, weil ich selber von mir kenne. Vor allem, wir sollten einfach dankbar sein, was unsere Eltern für uns tun, dass sie, also ich muss wirklich sagen, ich hatte die schönste Kindheit überhaupt. Klar, jetzt ist nicht alles perfekt, aber ich finde, als Kind eine sehr schöne Kindheit zu haben, ist was ganz Wichtiges und was ganz Besonderes.
Und klar, man hat irgendwann immer irgendwelche Probleme, aber da muss man durch, so ist das Leben. Und meine Oma hätte auch immer gesagt, da musst du durch, Kind. Das Leben ist nicht einfach und man muss sich da immer durchkämpfen. Leute, es ist egal, ob ihr arm oder reich seid. Ich finde, das, was zählt, ist hier drinne, das Herz. Und es läuft nicht immer alles so schön, wie man sich das vorstellt. Aber gebt euch nicht auf und gebt das Leben nicht auf. Ja, das war so eine kleine Message, eine kleine Reaktion auf dieses Video. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen wollte. Und ja, wir sehen uns Mittwoch wieder und bis dann. Tschüss.